Hallo und einen wunderschönen, zauberhaften Tag wünsche ich hier aus dem Blumenparadies Sektor 7. Ist es 7? Ist es 5? Ich verwechsel das vielleicht ein bisschen. Entschuldigung, ich bin ja nicht heimisch. Das ist mein erstes Mal hier. Aber hier gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich mag die Aerith. Und ich habe auch... Was meinst du? Ja. Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Ich würde welche pflücken, aus denen wir später Heiltränke craften können. Wähle die Blumensorten aus, die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Oh, okay. Das ist so eine schwerwiegende Entscheidung. Das hier wäre natürlich Helmchen, das würde gut zum Hof passen. Ich würde diese hier vielleicht, weil ich die mit Aerith verbinde. So eine habe ich dir gegeben. Ja. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Deswegen habe ich sie gewählt. Nur deswegen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Dann würde ich eventuell noch diese hier nehmen. Ich weiß, Helmchen und so sind auch sehr schön. Kann ich noch andere nehmen? Am liebsten würde ich meine Lieblingsblumen nehmen. Meine Lieblingsblume ist immer das Vergissmeinnicht und weiß auch warum. Das Vergissmeinnicht hat so einen traurigen Namen und so einen schönen Namen eigentlich. Und es ist trotzdem eine der Blumen, die man am ehesten immer vergisst. Das ist meiner Meinung nach die tragischste aller Blumen und deswegen ist es meine Lieblingsblume, damit ich es nie vergesse. So, jedenfalls, aber die weiß es dir hier nicht gibt, oder? Ich glaube, wir müssen uns hier entscheiden, ne? Da hinten. Ja. Achtung. Dann würde ich die nehmen, weil sie schön hell und weiß sind und freundlich. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Oh. Die findet man nur äußerst selten. Zum Beispiel hier. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Ja, dann nehme ich trotzdem noch Helmchen dazu. Dann eine gute Mischung. Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Es sind Helmchen. Und die haben auch eine Daseinsberechtigung, sonst würden die ja auch nicht wachsen. Das weißt du genau. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Okay, du gehst nicht vor. Geht's hier zum Helmchenhof? Ich glaube, wir müssen zurück, ne? Oder ist das der Rückweg? Ah, das ist der Rückweg. Da ist der Eingang. Okay. Die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Entschuldigung. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Kannst du auch brauchen, Junge. Ganz ehrlich. Du alter Grummelbär. Sieht irgendwie schön aus. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Salat. Kommt ein schönes Dressing drauf und dann gib ihm. So. Ich bin auch schon so zynisch geworden, Cloud. Das färbt richtig ab. Bin richtig im RPG drin gerade. Na nö. Da ist er. So, da sitzen schon die Kinderlein und müssen Hausaufgabe schreiben. Irgendwann will ich bei Jessie Schauspielerei lernen. Ah. Ich will alle Bücher lesen, die ich von Bix bekommen habe. Hat die ein Bier in der Hand? Ich glaube, es ist Bix. Ah, schön mit den Kinderzeichnungen. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Gruppe verlassen. So, wir sind also in der Stadt. Guten Tag, wer sind Sie denn? Stanley.
Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Wirklich? Die Bürgerversammlung? Wirklich mal. Ich hab bei der Fertigstellung. Da sitzen Kinder drauf. Ohne die Platte und die Reaktoren würde in Midgard auf rein gar nichts laufen. Was ist das für Musik? Tango of Tears erhalten. Oh. Oh, die Musik. Okay. Fand ich sehr geil. So, schnappen wir uns nochmal, was immer da drin ist. Ein Schnelltrank. Vielen Dank. Entschuldigung, ist nicht meiner. Ich nehme ihn trotzdem auch mal mit. Ich kam nach Mitten, als ich noch jung war. Damals half ich beim Bau der Quartiersprache. Ich frage mich, welcher Beruf wohl zu mir passt. Hast du eine Idee? Die Platte kann runterfallen? Das ist lange her. Ich springe bis zur Platte. Supersprung. Okay, die springt ja gar nicht. Also inzwischen weiß ich, Midgar gibt es wohl erst seit 30 Jahren. Wurde extra so gebaut. Okay, hier ist noch slammiger als bei uns, oder? Ich schaue mich erstmal ein bisschen um generell und dann... Hey. Und dann gucke ich mal auf der Karte, was wir machen können. Aber ich will erstmal ein bisschen so hier rumlaufen. Einfach nur ein bisschen rumgucken. Hey, Kleiner. Was, okay? Ich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Hä? Helmchenhof-Lieferung, okay. Und da kommen wir, okay. Da. So, erstmal wieder Geld klauen in der Stadt, warum nicht? Die Leute hier sind aber Vollstecker. In der Bürgerwehr spricht man wohl bereits über mögliche Gegner. Es wird wohl wieder Krieg geben. Die quatschen alle solchen anderen, ne, beim Fernseher. Keiner versteht, was da gesagt wird. Aber alle reden drüber. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Hä, ich verschwinde? Ich wollte... Wortlos verschwinden? Ich wollte gucken, was hier ist. Das ist Chocobo. Da ist Chocobo, da will ich hin. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Ich sollte aber sehr wohl in Chocobo. Hier. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Da gibt's Chocobos. Ein Hähnchengrill. KFC. Weiß ich nicht. Aber ich muss da hin. Okay, es gibt einen Itemshop. Auch hier natürlich. Hallo? Entscheide dich schon. Entschuldigung, ich bin gerade neu hier. Kaufen, Gegenstände. Nix. Nix. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss Ihnen. War sehr schön. Schäfer wird sich das nicht länger bieten lassen. Guck mal. Wie kommst du hierher? Hallo, Cloud. Na? Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Klar. Okay, das zweite Mal abgeschlossen. Kaufen. Analyse. ATB-Boost ermöglicht mit den Einsatz von ATB-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Wir können also mehr Fähigkeiten machen, brauchen wir aktuell aber nicht. Würde ich vielleicht irgendwann mal machen, um es mitzunehmen. 5 ATB-Boost anwendbar. Abdingzeit 120 Sekunden. Wird bestimmt mal sehr wichtig und spannend, das Ding. Würde ich vermuten. Obwohl, kostet nur 100 Gil. Ich nehme es mal mit. Analyse haben wir schon. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Analyse. Stufe 1. Wir haben aber schon Stufe 2 und Analyse brauchen wir eigentlich nur einmal. Bin mir ziemlich sicher. Okay, Waffen zurücksetzen auf keinen Fall. Danke dir, tschüss. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Na, da gucke ich nochmal ganz kurz. Huch, tschö.
Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ja? Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Mhm. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Klar. Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Was? Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Mhm. Chadleys Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Missionen? Ich guck mir gerade das Video an. Oh. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, wenn wir also weiter diese Nebenaufträge machen, können wir VR-Missionen abschließen, bei denen man gegen Esper kämpft. Okay. Würde ich gerne versuchen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, kann ich jetzt gucken? Warte. Kampfberichte. 2 von 9. Oh. Das ist aber stark angewachsen. 10 von 10. 15 von 15. Okay. 2 beendet, aber die sind eigentlich auch beendet. Mechanismen mentaler Einflussnahme. Eine Vielzahl an Situationen sind während eines Kampfes vorstellbar. Die Reaktion darauf in Daten umzuwandeln und zu analysieren. 2 oder mehr Gegner gleichzeitig mit einem Angriff besiegen. Haben wir auch schon gemacht. Die 3 haben wir auch schon fertig, tatsächlich. Kampfsimulation mit der Esper Shiva. Die Esper Shiva besiegen. Als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten. Okay. Meine Frage ist. Wir können gegen die kämpfen, logisch. Wenn wir gegen die kämpfen, in der VR-Umgebung, wachsen dadurch auch unsere Skills, also zum Beispiel lernt dadurch unsere Materia, also weißt du, was ich meine, levelt die dadurch auch? Und wenn ich ein paar Mal verliere, levelt die Materia trotzdem? Weil dann könnte ich ja ewig gegen die Esper Shiva kämpfen, ewig und alles skillen, was ich fröhlich bin, theoretisch. Nur mal so eine Theorie. Untersucht unsere Subspezies. 3 Arten einer Subspezies besiegen. Es existieren seltene Bestien, welche als Subspezien bezeichnet werden. Es stellt sich die Frage, ob es anhand der morphologischen Unterschiede sowie der Kontinuitäten zwischen der Ursprungsform und der Unterart möglich ist, verbundene Materie zu entwickeln. Der Auftrag lautet, Daten zur Nachweisführung zu sammeln. 2 haben wir schon, dann gibt es magische Verkettung. Einen brauchen wir noch. Kriegen wir bestimmt beim Auftrag irgendwo. Die beiden müssen wir halt noch machen. Von denen haben wir schon fast alle durch hier, netterweise. Schön, dass er sich jetzt vorher merkt, dass wir das schon gemacht haben. Okay, hier. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. So, abgeschlossen, tatsächlich. Cool, dass er sich das gemerkt hat. Dann haben wir 3 einfach so mitgenommen. So, warte. Bevor wir weiterreden, mein Freund. Ich könnte wieder neue Materia entwickeln. Das gibt's ja nicht. VR-Mission. Muss ich unbedingt gleich machen. Provozieren. Stehlen. Ermöglichen Einsatz der Fertigkeit stehlen. Oh, ja, gönn dir mal. Schön Leute beklauen. Provozieren. Setzt automatisch Provozieren ein, wenn Gefährten in Bedrängnis sind, wodurch die Aufmerksamkeit des Gegners auf den Anwender gelenkt wird. Wird nicht gegen starke Gegner verwendet. Unwirksam, wenn der Charakter aktiv gesteuert wird. Das heißt, wenn wir mit Aerith üben, kann Cloud die ganze Zeit schon mal provozieren. Passt ja auch zu ihm. Würde ich auch direkt kaufen. Effizienz blocken, verringert den Schaden beim Blocken und lädt die ATB-Leiste stärker auf. Gut für Cloud auch. Boah, Cloud. Der Cloud muss sich am ganzen Körper piercen lassen, der muss alle mitnehmen hier. Achso, ich hab. Na gut, war günstig. War gerade günstig, habe ich eins gekauft, jetzt kostet 2000. Effizientes Blocken hatten wir schon, habe ich gerade kurz mal nicht hingeschielt. War gerade so begeistert. Naja. VR-Mission mache ich, aber noch nicht jetzt ich sofort. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das kannst du wohl, mein Freund. Das kannst du wohl. So. Also erstmal. Ja, erstmal setze ich mich mal ganz kurz hin. Ah. Wir haben die Kampfberichte schon abgegeben und die kommen gerade oben als neue Kampfberichte rein. Obwohl wir die gerade schon abgegeben haben. Zuerst quietschen bei uns nur die Türen. Hallo? Na, was darf es sein? Die Musik! Ich hätte gerne die Musik! Costa del Sol. Oh, Bossa Nova. Dir gehört mein Herz. Aber nicht wirklich. So, okay. Behandeln. Ermöglichen Einsatz von Zustandsheilmagie. Haben wir noch nicht. Könnte ich kaufen. Nur damit wir es haben. Mach ich auch nochmal. Eine sehr gute Wahl. Ja, Mann. Ja, so ist es.
Okay, dann lass mal kurz gucken. Kampfberichte, ich wünschte, der würde... Kann ich das irgendwie machen? Sortieren? Nach aktiv. Ja, danke. Viel besser. Viel, viel besser. Okay. Die beiden müssen wir unbedingt machen, die sind noch oll. Das hier machen wir auf jeden Fall. Subspezies kriegen wir wahrscheinlich unterwegs einfach automatisch mit. Alles klar. Das hier müsste ich halt unbedingt mal machen, aber wir haben ja... Kann ich im Kampf eigentlich Materie wechseln? Dann wäre das, glaube ich, viel einfacher. Ich muss es auch allerdings nur noch einmal machen. Oh, warte mal. Jeweils einmal, alles klar. Feuer und Blitz haben wir schon. Frost fehlt uns noch. Frost hat Aerith. Wir suchen jemanden, der gegen Frost was hat. Und dann hauen wir, dampfen wir das da drauf. Okay. Gut, Frost. Es ist einfach nur noch Frost. Achso. Entschuldigung, ich muss nochmal hier rein. Ausrüstung, Materia. Cloud. Achso, Materia einsetzen. Wir haben Glut auf dem Ding. Würde bei ihm jetzt gerne Frost einsetzen, ehrlich gesagt. Vielleicht von Tifa aktuell. Damit es lernt. Guck mal kurz, Glut hat er auf 591 von 900. Ich würde die halt auch gerne alle maximieren, ne? Dass wir hiermit auch Feuer machen können. Aber ich mache jetzt erstmal Frost für die Geschichte da. So, Ausweich-Rundumschlag. Ich weiche ehrlich gesagt nie wirklich aus, ne? Also ist schön, wir haben es bald auf Level 2. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Wahrscheinlich nur, weil wir es dabei haben. Aber ich nutze es nicht wirklich. Wäre vielleicht cool, das noch 1000 zu kriegen, aber naja. TP-Boost. Haben wir auch schon ein bisschen gelevelt. Ist schon auf Stufe 2. Finde ich sehr gut. Und natürlich unser Freund Ifrit. Analyse. Ist halt doof. Also schon gut, dass wir es dabei haben. Ich möchte gerne alle Gegner analysieren irgendwie. Aber es ist trotzdem ein verschwendeter Platz irgendwie, ne? Auch gleichzeitig. Das hier können wir zum Beispiel gerade nicht nutzen, weil, glaube ich, kein Materia-Slot verbunden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Stehlen würde ich gerne mal. Ist schon auf Max. Würde ich gerne mal ausprobieren. Müssen wir nicht zwingend sofort machen. Auto-Vita. Provozieren würde ich immer gerne einsetzen. Effizientes Blocken. Vision. Ich mach mal provozieren, ne? Effektdauer 60 Sekunden, Abklingzeit 90 Sekunden. Und später 120 Sekunden, Abklingzeit 30 Sekunden. Das wird richtig interessant bei Bossgegnern vor allen Dingen. Bossgegner. Also provozieren würde ich Cloud schon gönnen. Der alte Provokator. Ist halt so ein bisschen tankmäßig, ne? Wobei Analyse halt, ne? Ich analysiere halt echt gerne im Kampf. Eigentlich brauchen wir den halt überhaupt nicht. Zumindest nicht für Cloud. Es sei denn natürlich, er setzt den selber ein, während wir gerade auf jemand anders sind. Das geht natürlich auch. TP-Boost brauchen wir bei ihm bedingt. Ich würde es halt nur gerne leveln. Ich kann mir vorstellen, das wird später interessant, wenn wir... Ich weiß nicht, wie viel Materie man mitnehmen kann, aber wenn wir vielleicht bei ihm auch zwei einsetzen können oder bei allen zwei einsetzen können. Vielleicht nicht unbedingt im ersten Kapitel von Final Fantasy VII, aber später so in Kapitel 3, 4 eventuell. Ich weiß es ja auch nicht. Leute, ich weiß es doch nicht. Stehlen wäre auch spannend. Müssen wir aber nicht skillen. Ist nur just for the lulz. Okay, ich mache maximaler TP-Wert, weil er hat ja auch provozieren. Das passt schon ganz gut. Frost habe ich wegen Lernen. Ausweich, Rundumschlag, einfach nur mit was aus 1000 kriegen. Vielleicht können wir das später nochmal irgendwem anders geben. Eventuell tiefer. Könnte auch gut klappen. Vielleicht können wir ihr das geben später. Na gut, Schwertsturm haben wir schon gelevelt. Sehr gut. Schockschuss bei ihm. Bei Barrett muss ich auch leveln. Bei Aerith, heiliger Magiekreis, haben wir schon fast voll. Deswegen habe ich übrigens die ganze Zeit so angewendet. Das ist der Grund, warum ich bei ihr ständig heiligen Magiekreis mache, damit wir den Balken da voll kriegen. In der Praxis. Bei Tifa muss ich unbedingt Rückwärtssalto noch leveln. Ich habe mit ihr halt gar nicht gekämpft. War echt low. Tut mir voll leid. Und sie hat auch noch einen Bronzereif. Das ist nicht gut. Er hat einen Sternreif. Naja, dann müssen wir nochmal. Sobald Tifa wieder da ist, machen wir ein bisschen mehr. Ich mache dir auch einen guten Preis. So, ich würde vielleicht die Shiva erst bekämpfen, wenn wir nicht mehr alleine sind. Also ganz alleine will ich das nicht unbedingt machen. Halte ich für vernünftiger. Jetzt momentan sind wir ganz alleine. Schokobonbon, was? Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Du verschwindest nicht wortlos, du schaust dich um. Mann, Junge, check doch mal die Reality. Okay.
Viel können wir hier nicht machen. Die Jukebox hatten wir. Waffenladen hatten wir. Das hatten wir auch schon. Krämerladen. Chadley. Da würde ich hinten... Helmchenhof-Lieferung. Na gut. Dann machen wir das erstmal. Drehen wir uns um und gehen links. Tschüss, Chad. Ich komme bald wieder. So. Da ist der Helmchenhof. Warte. Ich will mal rein. Ich war noch nicht drin. Guten Tag. Tag. Bisschen awkward. Das ist ein interessanter Kalender. Half-Life 0007. Guten Tag, Kinder. Ich komme von der Gesundheitsbehörde. Oh, da fällt mir was ein. Wo ich die 3 an der Tafel sehe. Da fällt mir... Und die 4. Wo ich das sehe. Oh, hätte ich fast vergessen. Wie geht denn das jetzt? DLC. Ja, hallo. Die hatte ich nämlich bei der ersten Aufnahme gar nicht eingelöst. Hallo! Dann habe ich die zwischendurch irgendwann eingelöst und wollte die eigentlich dann bei der nächsten Aufnahme, die jetzt ist, nutzen. Und hab das vielleicht ein bisschen vergessen. Beschwörer Materia Kaktor. Folgenden Inhalt. Kaktor mal 1. Schokoboküken. Diese Materie erlaubt dir, die essbaren Schokoboküken zu beschwören, die nicht nur niedlich anzusehen ist, sondern die Gruppe mit elementarer Magie unterstützt. Natürlich! Und Karfunkel. Diese Materie erlaubt dir, die essbaren Karfunkel zu beschwören, die Gruppe mit der Kraft des Edelsteins auf ihrer Stirn stärkt. So, und Kaktor, die Esper Kaktor, die mit Unschuldsmine und einer Salve spitzer Nadel den Gegner angreift. Wir haben 3 neue Beschwörer. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Hatte ich ganz vergessen. Warte, warte, warte. Dann würde ich mal ganz kurz Ausrüstung Materia. Materia einsetzen, vielleicht statt Ifrit. Ist natürlich cool, klar. Alla. Okay, oben rechts gucke ich mal. Oh Gott, das Schokoboküken. Was ist denn mit der Frisur? Das ist so weird alles. Das ist alles so weird. Okay, das macht einen Feuerpups. Der Kaktor, ich guck mal kurz. Der rennt im Kreis. Ich weiß nicht genau, was er macht. Ich glaube, das sind aber eher Gimmick-Beschwörungen, oder? Ermöglicht die Beschwörung eines Kaktors einer Esper, die ungeachtet der Verteidigungswerte des Gegners einen festen Schadenswert zufügen kann. Die Spezialattacke 10.000 Stacheln hat großes Schockpotenzial und lädt die ATB-Leiste seiner Gefährten auf. Das ist auch cool. Schokoboküken. Ermöglicht die Beschwörung eines Schokobokükens einer Esper, die Feuer, Eis, Blitz und Windelementare Magieattacken einsetzen und damit die Schwäche seines Gegners optimal ausnutzen kann. Ah. Die Spezialattacke Schokoflare ist ein elementneutraler Angriff. Und Karfunkel, ermögliche Beschwörung von Karfunkel, einer Esper, die mit Hilfs- und Heilmagie wie Rubinlicht und Perlenglanz ihre Gefährten unterstützt. Mit Diamantenglanz kann gleichzeitig MP-Heilung, Medica und Engel gewirkt werden. Die würde gut zu Aerith passen, ne? Irgendwie. So ein Kätzchen. Karfunkel erinnert mich an Karbunkel, da passt es auch mit dem Ding auf der Stirn. Ja, ist so ein Kätzchen oder Hündchen oder ich weiß nicht. Vielleicht ein Kündchen oder ein Hätzchen, irgendwie so eine Mischung. Okay, wir nehmen mal, ich nehme mal das Schokoboküken rein. Just for fun. Ich weiß, Ifrit mega cool, aber komm. Und Aerith würde ich nochmal Materie einsetzen. Ich weiß, Schokobo und Mogri haben wir natürlich. Sieht auch super spannend aus. Bei ihr würde ich einfach mal vielleicht Karfunkel. Kaktor erstmal. Erstmal offensiv. Mal gucken, was passiert. Bei den nächsten Kämpfen. Gucken wir uns die mal an. So, warte. Der wunderbare Duft der Blumen ist Nahrung für die Seele. Ja. Huch. Ist was passiert? Ja. Da, wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Oh oh. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. 2 meiner Freunde sind weggelaufen. Oh oh. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh. Und auf seinem Arm ist eine Nummer. Oh. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Ich auch. Okay. Hier lang.
Aber ist es derselbe? Nee, ne? Kann ja nicht sein. Das kann nicht derselbe sein. Okay. Moin, Chadley. Stellst du Kindern gerne ein Bein? Hab ich gesehen. Da hinten? Schnell! Oh, hier hinter haben die Kinder ihr Geheimversteck. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Oh, gut zu wissen. Geheimversteck, sehr gut. So, das ist wirklich sehr geheim. Hello, fellow kids. Mugi! Da bist du ja. Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Okay. Geheimstützpunkt in Gefahr. Ja, wir kommen schon. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Dann gucken wir doch mal nach. Was soll denn... Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Oh, die Musik sagt schon alles. Na, gucke mal. Wer sich da zusammengefunden hat. Was ist das für eine komische Mischung? Oh, hallo, Friendos. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Los geht's. So, Fertigkeiten. Erstmal heiliger Magiekreis um sich selbst. Dann noch Fertigkeiten. Heiliger Magiekreis um Cloud. Magie ist leichter. Los. Der ist weiter schön. Geht's. Das kostet leider immer ein bisschen TP. Weil ich bei ihr halt momentan echt nicht gut spiele. Nicht strategisch, sondern eher darauf, die Sachen zu leveln. Es bietet sich gerade halt so ein bisschen an. So. Ja, guck mal. Weiter geht's da hinten. Was machen die alle hier? Nein, was machst du? Ey, oh, sag mal. Jenny, wer ist das? Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? So, nochmal heiliger Magiekreis auf Aerith erstmal, weil der geht auf den Schwächsten. Dann Fertigkeiten, heiliger Magiekreis auf Klau. Mit Magie ist leichter. Fertigkeit gemeistert, ja. Und dann mache ich nochmal Fertigkeiten. Subspirit entzieht dem Gegner. Okay, Gebet. Verbraucht 2. High TP aller Gruppenmitglieder. Magie, Eis. Bringt das was? Das war abzusehen. Okay. Jetzt mache ich mal kurz Analyse auf die Gegner. Ich schau mal kurz bei Eagle Flow. Kann ich das machen? Haben wir eine Gegnerdatenbank hier? Der Eagle Flow. Lass mal ganz kurz gucken. Analysiert. Oh, Monodrive haben wir noch gar nicht. Elite Sturmgardist, wir haben noch ein paar gar nicht analysiert. Oh. Proto-MG. Schimmer. Weiß gar nicht mehr, was das war. Der Smogger. Gongaga-Kommandeur. Da hatte ich noch keine Analyse. Wachskorpion. Verdammt, habe ich auch noch nicht. Achso, das war ja der. Das war der Boss-Mob. Den konnte ich nicht analysieren. Okay, nihilistisches Wesen. Blugu. Aber schon einiges. Was heißt dieses Ding hier? Aasrate, dass das hier gibt wahrscheinlich, ne? Wilder Wachhund. Ich kann hier leider nicht sortieren, schade. Würde gerne nach Gegend sortieren. Wachhund. Wo ist denn dieser Igel-Dingens? Aasrate. Igelfloh. Besiegt, analysiert. Okay, lass mal kurz gucken. Wirksam Eis. Resistenzen. Ne, wirksam ist Eis bei dem. Okay. Eiselemental, okay, dann mach ich mach mal Eis auf so ein Ding, dann haben wir das dritte eigentlich auch voll. Hoffe ich, deswegen gucke ich da gerade. Ah,
Erregt keine Aufmerksamkeit. Okay. Gut, wir müssen erstmal hier durch. Auf Igelfloh machen wir ein Icy-Eis und dann haben wir das nämlich auch schon hinter uns. Deswegen habe ich gerade geschaut. Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe, klar? Los geht's. Es ist auf. Genug. Sind die auch gegen Eis anfällig? Ich probier's einfach mal. Es wird kalt. Es ist auf. Ja. Hammer. Tschüss. Keine große Sache. Okay, wie sieht's aus? Aeris könnte nochmal schnell ein. Kleine Gönnung. Oder sie müsste beide füllen und mal kurz healen. Das würde ein bisschen was sparen. Okay, Freunde. So, Fertigkeiten. Ich mach noch einen Schwertsturm auf Igelfloh. Oh, es gibt noch einen. Wir sind ja schon unterwegs. Was mit ihm hier? Der bleibt. Okay. Flump. Na, hier riecht's doch nach was. Das ist aber bestimmt nicht alles. Keine Angst. So, Fertigkeiten. Ich mach nochmal Schwertsturm gegen Smogger erstmal. Oh, warte mal, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den hier machen. Mein Einsatz. Verschwende. So. Mist, ich habe nur Eis. Blitz wäre ganz gut. Nein. Fertigkeiten. Mutangriff. Nein, Selbstzerstörung! Ah, fuck, ich wusste es. Ich wollte weggehen, aber ich konnte nicht. Ich war gestunt. Shit. Heiltrank? Oder warte, kann ich mir mal ein Supertränkchen? Was macht denn der? 700 TP, komm, gönn wir mal. Alles in So, Fertigkeiten. Ich mach mal Schwertsturm auf ihn hier. Fertigkeiten, Schwertsturm. Oh, scheiße. Ist auch nicht so viel, ne? Mist, immer mal super dran trotzdem. Nein, hau ab! Übernimmt. Bin ich jetzt dran? Beschwören. Oh, Kaktor. Gucken wir mal. Ich hab dich schon erwartet. So, und jetzt, oh, erstmal Fertigkeit, kann ich auch machen. 1000 Stacheln, erstmal auf Smogger. Und jetzt würde ich aber gerne schnell Magie machen. Nee, Fertigkeiten. Gebet. Überlass das ruhig mir. Hat auch nicht so viel gebracht.
Okay, das ist, die sind halt wirklich klein. Vorsicht. Der explodiert ja gar nicht. Cloud sieht nicht mehr so gut aus. Hauptsache, wir haben es geschafft. Warte! Hier ist alles total bröckelig. Bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Kommt. Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück? Na klar. Ich bin verwundet. Bitte wartet auf mich. Rennt nicht so schnell. Ich setze mich gleich schön hin irgendwo. Ja, ja dann, Hallo? Geh doch mal hoch. Wieso? So. Wo geht's denn hin? Oh, na wunderbar. Ich hätte doch einen Heiltrank nehmen sollen. So eine Schande. Überlass das mir. Ab mit dir. Lass das beenden. Los geht's. Los. Oh, Cloud, du Horst. Ich wollte gerade healen. Okay, Gegenstände. Phönixfeder. Auf, Claudi, Maudi. Sollte es wieder gehen. Jetzt noch. Oh. Wow. Nein. Nein, warum? Okay, warte, warte. Ich wollte Fertigkeiten machen, Gebet. Darauf warte ich die ganze Zeit. Hey, übernimm du. Jetzt erst recht. Ja. Shit. Ich bin da voll in die Wolke rein. Mein Einsatz. So. Komm, Heiltränkchen gönn ich ihm. Und weiter. Verschwende. Volle Kraft. Hau ab da. Wie bist du so stark geworden? Wisst ihr, Cloud war mal bei Soldat. Wirklich? Warst du auch im Krieg? Streng geheim. So, jetzt kommt auch keiner mehr, ne? Okay, du gehst vor. Und jetzt durch. Da wollte ich wieder ein Heiltränkchen sparen, weißt du? Und dann auf dem Rückweg kommt auch noch einer. Na gut. Das war's aber bestimmt. Jetzt greift niemand mehr an. Ich bin Optimist. Ja, wo denn? Ach, da. Ich bin bereit. Versuch's dann. Ich hab dich geblockt. Ich dachte, ich hab geblockt. Werde ich auch Soldat? Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder Cloud? Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll! Wusch! Ja, richtig klasse! Schwusch, schwusch! Das geht so! Wusch! Wusch! Kapiert? Hä? Du machst das viel zu langsam! Schwusch, schwusch! Dann halt wusch! Und dann schwusch! Nein! Erst schwusch, dann fusch! Nicht wahr, Cloud? Stimmt's, Cloud? Ja, momentan geht's eher pfusch, pfusch. Aber gut. Oh, hallo. Immer eine gute Sache, parallel Sachen zu leveln. Aber wir schließen ja auch unsere Berichte ab. Ist ja auch gut. Irgendwann müssen wir es ja eh machen. So, gemütlicher kleiner Spaziergang. Da hinten ist nichts. Nein.
So, Kinder, immer in einer Reihe gehen. Brav und artig sein. Ey, nicht schubsen, nicht schubsen. Kinder, nicht schubsen. Sonst lassen Mama und Papa sich scheiden. Au. Tiefer, warte doch! Tiefer! Tiefer! Tiefer. Tiefer? Was ist los? Nichts. Tiefer, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Es geht natürlich um ein Kindheitsversprechen. Ach, worum soll es denn auch sonst gehen? Meinst du, er findet mich, dass ich das Zeug dazu habe? So. Auftrag erledigt, Chef. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Vielen Dank, ich komme mit Steuerformularen zurück. Cool, wir dürfen jetzt also hier, das ist natürlich schon... Das Schwert kommt mir bekannt vor, was er da hat. Kommt mir verdächtig bekannt vor. Hey Kinder, ich glaube ich was. Oh, schöne Mogelmedaille. Dankeschön. Hey! Hier geblieben! Nee, das ist meine jetzt. Hab ich gefunden, gehört mir jetzt. Keine Angst, euch passiert nichts. Das ist... Warte! Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Du hast nichts zu befürchten. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Aeris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Was ist denn mit diesen Tätowierten? Was ist denn mit denen? Hey, General? Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Also wir haben keine Nummer tätowiert, oder? Auch nicht unter dem Ding da? Nee. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Okay. Er ist krank geworden und deshalb wieder nach Hause gekommen. Krank geworden? Soldaten können krank werden? Mist, ich kann nicht so schnell. Naja, offenbar schon. Und ich glaube, Cloud hat ja auch irgendwas. Ne? Die werden ja nicht so alt. Die sterben ja relativ zügig. Guck mal, die hatten keine Angst. Warte. Oh, er greift mich an! Okay. Wollte gerade zurückgreifen, aber ging offenbar nicht. So. Früher mal bei Soldat gewesen. Hey, Cloud! Hey! Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich hab schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Der mysteriöse Mogri-Händler. Was ist das für Musik? Randalierende Waffensysteme. Wat?
Okay, ich glaube, ab der nächsten Folge haben wir wieder ein paar Nebenaufträge, die wir machen können. Für die Platte, die wir hier kriegen, mit diesem seltsamen, seltsamen jungen Mann in einem wunderschönen Kostüm. Die Flügel sind auch allerliebst. Da würde ich sagen, nächste Folge wissen wir, was zu tun ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Last night was all